Seit Ende Mai blüht er wieder, der weiße Holunder oder auch auf Lateinisch Sambucus nigra. Und was man Leckeres daraus machen kann, zeigt uns Andrea Mohusen aus Jade. Wir machen ein Holundergelee. Heute zeige ich euch, wie man Holunderblütengelee macht. Ich habe den Ansatz hier schon mal vorbereitet und nun wollen wir gleich loslegen. Als erstes müssen wir den Ansatz filtern. Vorgestern habe ich Blüten gesammelt, habe sie in 2 Liter Wasser gegeben, dazu eine Zitrone, eine Orange aufgeschnitten. Die Blüten lösen sich, das heißt, sie schwimmen hier frei in der Flüssigkeit. Und das Ganze sammelt sich hier unten in den Sieb. Die Zitrone dient dabei als Konservierungsmittel. Das Ganze wird ja eingekocht und soll noch ein paar Monate haltbar sein. Also zum Filtern nehme ich ein ganz normales Sieb, lege ein Küchenpapier rein und dann wird das abgesiebt. So, nun habe ich meine Menge hier abgegossen, gebe das in den Topf. So. Gebe Gelierzucker dazu. Hier in diesem Topf befindet sich jetzt 1 Liter Sud und 750 Gramm Gelierzucker. Das Ganze müssen wir jetzt aufkochen. Der Anteil an Gelierzucker scheint jetzt etwas hoch zu sein, aber ist nötig, damit das Ganze geliert. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man an Gelierzucker spart, dann wird das Ganze nichts. Aber keine Sorge, zu süß wird es dadurch nicht. Man nimmt Gelierzucker und keinen normalen Zucker, weil im Gelierzucker Pektin drin ist, was das Ganze zum Gelieren bringt. Pektin findet sich zum Beispiel auch im Apfel wieder. So, zu den Gläsern. Man kann handelsübliche Gläser nehmen. Die werden einfach heiß ausgespült, mit kaltem Wasser nochmal nachgespült, zum Abtropfen über Kopf hingestellt. Die Deckel müssen auch wunderbar sauber sein, dürfen keine Rostflecken oder Fettflecken, Schmutz, also müssen picobello sauber sein. So, nun kocht das Ganze. Es muss 3 Minuten sprudeln kochen, damit sich das alles gut auflösen kann, damit der Zucker seine Wirkung entfalten kann. Ansonsten geliert das nicht. Um die Treffsicherheit ins Glas zu erhöhen, ist es einfacher, das Ganze einmal umzufüllen und einzugießen. Dann kommt der Deckel drauf, fest verschließen und über Kopf drehen. So, das Glas wird auf den Kopf gestellt. Da sieht man gleich, ob das Glas gut geschlossen ist, ob der Deckel dicht hält und die Wärme kann besser entweichen. Dadurch entsteht ein Vakuum und der Deckel ist zu. So sieht der Holunderblütengelee in erkaltetem Zustand aus, wenn er dann fertig ist. So, das Rezept zum Holunderblütengelee findet ihr auf meiner Homepage unter www.essdichfit.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.